Es ist der Endspurt der langen Reise von Kiel nach Sinsheim. Ein Feuerwehrlöschboot begleitet das 10 Meter hohe und 48 Meter lange U-Boot in den Mannheimer Hafen und begrüßt es dort mit Wasserfontänen. Oberbürgermeister Christian Specht zeigt sich stolz. Ja, es unterstreicht einmal mehr die Bedeutung des Mannheimer Hafens als Logistikdrehscheibe, auch für ganz besondere Herausforderungen. Ja, unser altes Feuerlöschboot ist vom Museum in Speyer aufgenommen worden, bekommt dort sein Gnadenbrot gewissermaßen. Also die Technikgeschichte wird erhalten und deswegen war es uns auch wichtig, heute diesen nautischen Mannheimer Gruß für diesen besonderen Transport zu entrichten. Die Reise des U-Bootes ist eine ganz besonders schwierige gewesen. Vor dem Start brauchte es eine äußerst spezielle Prüfung des Fahrtweges zu Wasser. Dann haben wir uns breitschlagen lassen und gesagt, wir machen mal eine Streckenstudie, ob es machbar sein könnte. Und die Streckenstudie ergab dann, dass mit großen Aufwendungen ein Transport dargestellt werden kann, wenn die Statiker das genehmigen. Also jede Brücke muss statisch nachberechnet werden, genau für diesen Lastfall. Wir haben zum Beispiel 30 Achsen hintereinander geschaltet und dann muss der Statiker auf dieses Achsbild und auf das Zug mit der Zugmaschine oder mit vier Zugmaschinen muss der Statiker berechnen, ob das machbar ist, bei jeder einzelnen Brücke, die wir überfahren. Die letzte Statik wurde sogar erst vergangene Woche geprüft. Heute Nacht verbringt U17 im Rheinauer Hafen, wo morgen dann die Fahrt auf dem Neckar beginnt. Die nächsten Etappen sind Heidelberg, Eberbach und Hasmersheim. Dort wird das U-Boot dann auf die Straße gehoben und bis nach Sinsheim transportiert. Und dann beginnen aber erst so richtig die Arbeiten. Dann wird es aufgestellt, dann wird es ausstellungsfähig gemacht. Wir haben vor, dass wir zu Ostern 2025 das Boot für unsere Besucher zugänglich haben. Dann können auch die Besucher wirklich rein in das Boot, können innen durchgehen, alles anschauen, alles anfassen. Also es wird ein Erlebnis. Insgesamt kostet das Projekt rund um das U-Boot U17 knapp 2 Millionen Euro. Der Großteil von dieser Summe besteht aus Spenden.